Eine der Legenden vom Olivenbaum stammt aus der Zeit, als Jesus ans Kreuz geschlagen werden sollte. Einer der seltenen, aber schönsten Momente ist es für mich, wenn ich die Gelegenheit mir nehme oder mir schaffe, morgens früh durch den Olivenhain zu schlendern. Ein erstklassiges Olivenöl kann nicht als Industrieprodukt hergestellt werden. Es ist der Händearbeit, das Wirken der Natur, das drinsteckt. Deshalb ist es so etwas Besonderes. Und deshalb kommt es nicht auf die Quantität an, sondern eben auf die Qualität des Olivenöls.